Das ist einfach unfassbar. Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Heute ist das Video ein Highlight. Ich habe was in die Finger bekommen, ich habe höchstens eine Stunde Zeit, das zu testen. Das hier ist eine Laseranlage zum manuellen Schweißen. Das wollen wir doch schon alle mal probiert haben. Wir haben ja schon zahlreiche Videos gesehen, wie einfach das geht. Ich habe heute die Möglichkeit, das zu testen. Ich habe schon ein bisschen rumgetestet und ich sag's euch, das ist der absolute kranke Wahnsinn. Es ist wirklich kinderleicht. Ich glaube, mein dreijähriger Sohn würde das auch auf die Reihe bekommen. Du nimmst ein Blech, du nimmst das Ding, ziehst durch und du bist fertig. Ist das nicht krass? So schnell geht es. Chromnickelstahl von 0,8 bis 4 mm Materialstärke mit einem KW, mit einer KW-Leistung. Dieses Lasergerät kann das und ich finde das einfach unfassbar. Ich muss mich gerade mal kurz ein bisschen beruhigen, konzentrieren. Was haben wir hier? Wir haben hier die Stromquelle. Das hier ist ein KW-Laser. Wir haben ein Bedienpanel mit Touch, wir können alles einstellen, wir können sowohl mit Zusatz schweißen, auch ohne Zusatz, wir können reinigen, wir können den Laser verstellen, welche Form das Ganze hat. Hier ist natürlich unser kleines Drahtkörperchen, momentan ist der Drahtverschub auf 40 eingestellt, 40 cm die Minute. Und das Geile ist, wenn ich mit dem Brenner arbeite, hier ist der Zusatz, hier ist mein Laserpointer, man sieht, wohin der Laser schießt. Ja, das heißt, das ist ein Faserlaser, hier kommt der Laser an, er schießt da durch. Hier unten ist mein Zusatz. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kehle schweiße, lege ich den Zusatz in die Ecke, drücke ab und ziehe einfach. Und das Einfache an dem Ganzen ist, das Besondere, das ist wirklich sehr einfach, weil der Drahtvorschub, der schiebt, ja, der drückt. Das heißt, du musst wirklich einfach nur draufdrücken und ziehen. Funktioniert super einfach. Wir probieren noch ein paar Sachen aus und dann reden wir darüber. Wie sieht das Ganze aus mit Heften? Kann ich damit heften? Was können wir bis jetzt machen? Wir haben bis jetzt ja schon oft weggeschweißt und geheftet und alles Mögliche. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Okay? Schwierigkeitsgrad, leichten Luftspalt, 2 mm. Ja, das geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele dieser Videos gesehen und ich habe gedacht, die sind gefaked, weil das sieht immer sehr, sehr einfach da aus. Aber das ist wirklich ideal. Guck mal, wie sauber das jetzt hier ist. Ja? Fast kaum Anlauffarben. Wir haben jetzt natürlich Argongas angeschlossen, aber guck mal, wie sauber das aussieht. Das Tempo bestimmt irgendwo der Zusatz. Ja? Der drückt einfach nach, du musst einfach führen, du musst nicht nachdenken und es funktioniert. Wir können heften, wir können alles bauen. Jetzt überlege ich Richtung Apparatebau. Ich überlege Richtung Chromnickelstahl, Edelstahl, Küchen. Ja? Oder Designermöbel. Wie schnell du damit fertig bist, ist eigentlich schon unfassbar. Aber da gibt es ein Aber, dazu kommen wir gleich. Ich lege meinen Zusatz in die Kehle. Man sieht diesen roten Laserpointer. Da sehe ich gleich, wo der eigentliche Laser hinschießen wird und beginne den Prozess. Und hier ist es wirklich so, wenn du das Feeling für den Zusatz hast, weil der Zusatz, der drückt, du musst nicht nachdenken, ne? Du ziehst den Brenner einfach, so wie er dir das vorgibt
und dann schaffst du ein richtig geiles Ergebnis. Zum Schluss musst du natürlich aufpassen. Wenn du jetzt zum Schluss stehen bleibst, bleibst du quasi wie beim Wickschweißen mit dem Zusatz im Schmelzbad. Klar wird er dann einfach. Das heißt, zum Schluss für dich beim Schweißen leicht wegziehen, hast du eigentlich auch, ich würde sagen, einen Endkrater gebildet. Aber es sieht richtig gut aus. Also wirklich, sieht richtig gut aus. Was ihr jetzt sehen werdet, wir haben die Breite vom Laser erhöht. Der wird jetzt mehr nach rechts, nach links pendeln. Guckt. Das ist einfach scheiße unfassbar. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist einfach überirdisch. Also ganz ehrlich, ich glaube immer noch nicht, was hier ist. Eigentlich wollte ich das Video ja nicht machen. Ich habe es in die Finger bekommen. Ich wollte es für mich testen. Läuft das wirklich so gut? Nach dem ersten Schweißen war ich so überwältigt, dass ich euch das nicht vorenthalten konnte. Und deswegen habe ich es euch gezeigt. So, jetzt ist natürlich die Frage an euch. Wie findest du das? Ja? Das funktioniert wirklich so easy. Das kann ein dreijähriges Kind machen. Aber. So, jetzt denkt mal ein bisschen nach. Laser, Handschweißen. Warum ist das in Deutschland noch nicht so stark vertreten? Das würde mich interessieren. Plus der Punkt, wo wären jetzt die Einsatzgebiete? Natürlich habe ich hier optimal alles vorbereitet. Wie würde das Ganze aussehen, wenn wir da einen Luftspalt haben? Wie sieht das aus bei Stahl? Wie sieht das bei Aluminium? Also wir haben sehr viele Fragen. Das behandeln wir in diesem Video nicht. Wenn ihr Bock habt, dass ich mich mehr mit diesem Thema beschäftige, müsst ihr einen Kommentar hinterlassen und reinschreiben, was euch interessiert, was wollt ihr sehen und überhaupt, ja, und überhaupt habe ich euch lieb. Bis dahin, ciao!